seit heute im Nintendo eShop erhältlich. Pokémon Sonne und Mond, die Special Demo Version, ja, wird jetzt von mir gespielt in Part 0. Pokémon Sonne und Mond, die Special Version. Los geht's! In welcher Sprache möchtest du spielen? Ich würde es direkt mal in der Sprache Deutsch spielen, da das meine Standardsprache ist und ja, meine Sprache, in der ich so gerne Let's Player. Also spielen wir das Spiel in Deutsch. Und das Spiel weiß schon von selbst, dass ich ein Junge bin. Oder was? Lieber Sun, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wie geht es dem Kaiotsu, das ich dir geschenkt habe? Es liegt heißes Wasser und in der Alola Region geht es heiß her. Das schreit doch nach heißen Kämpfen, oder was? Wie wird ein Kaiotsu? Ich habe ein Kaiotsu geschenkt bekommen. Das ist mir aber neu. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Aber ein Pokéball hat er in der Hand. Sun, es wird Zeit, zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Auf geht's zum Rathaus, um uns anzumelden. Joa. Würde ich mal sagen. Sind wir da? Sun, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Ja, natürlich wusste ich das Allgemeinwissen. Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola. Sie müssen unser neuer Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Der Papierkram, ja, der dauert nun mal leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Ja, es ist halt eine kleinere Behörde hier in Alola. Da muss man halt ein bisschen warten. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe. Gut, Ding will Meile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Okay, dann warten wir mal. Während der Wartezeit schaue ich mich hier mal um. Und da steht schon direkt ein Machomai. Mai Mai. Okay. Ein wunderbarer Spielcharakter. Ja, ist vermutlich die Standardausgabe für den männlichen Charakter. Ich meine, gehört zu haben, dass es jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten für den männlichen Charakter und auch für den weiblichen Charakter natürlich gibt. Ja.
Aber in der Demo-Version spielen wir hier scheinbar erstmal als der hier. Als der Sun. Tach, was ist denn mit dir? Kannst du mir dazu etwas sagen? In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergeude also nicht deine Zeit hier drinnen, sondern lass draußen deine Blicke schweifen. Du wirst aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen, sag ich dir. Ja, gut, aber ich muss hier warten, dass die... Oder wartest du für mich, Mama? Wartest du hier und wartest auf die Bestätigung und lässt mich rumgehen, oder wie ist das? Gut Ding, wir Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Ja, aber muss ich mit warten oder kann ich mich einfach mal umgucken? Ich bin ja neu hier in der Region. Willkommen in Alola. Ich hoffe, du wirst hier viele schöne und überraschende Entdeckungen machen. Ja, ich hoffe, das werde ich auch. Da kam doch gerade jemand durch die Tür. Tardi. Hey du, bist du nicht Sun? Nee, eigentlich bin ich nicht Sun, aber in diesem Spiel scheine ich es doch irgendwie zu sein. Ich habe hier natürlich wieder zwei Auswahlmöglichkeiten. Ja, gut, ich bin Sun. Nett, dich kennenzulernen. Ah, super. Ich bin Tardi. Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Hallo, Tardi. Das war doch dein Name, oder? Ich hoffe, du und Sun werdet gute Freunde. Ja, ich bin Tardi und du bist sicher Suns Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso, Aloha. Ich habe eine Idee. Bevor ihr euch hier total langweilt, könntet ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Wie wäre denn das? Oh ja, das klingt toll. Komm mit Sun, ich führe dich gern ein bisschen rum. Okay, der Junge ist offensichtlich ein bisschen aufgedreht. Ja. Aber wir werden uns sicher bald mit ihm anfreunden. Da bin ich mir ganz sicher. Viel Spaß, ihr zwei. Oh. Offensichtlich darf ich jetzt hinausgehen und mit dem ziemlich aufgeputschten Jungen dort was unternehmen. Jo, du bist wohl nicht von hier. Was? Mir bist du hier jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Und wer sind die hier? Die zwei Gangster. Wenn du von woanders herkommst, hast du dann vielleicht auch ein paar seltene Pokémon mit dabei? Oh nein, die sind vom Team Skull. Das hier ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen? Hey! Komm mal runter, Kleiner. Wir sind kein übler Haufen. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich mächtig für die Pokémon anderer Leute interessiert. Mein Bro will sagen, seid keine Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen, kapiert? Wir machen hier keine langen Verhandlungen. Nie im Leben überlassen wir euch unsere Pokémon. Ihr sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann, wer nicht hören will, muss fühlen. Sun, du hast auch ein Pokémon dabei, ja? Dann lass uns die Sache mit einem Pokémon-Kampf regeln. Und auf geht's in den ersten Kampf in dieser Special-Demo-Version. Gleich gegen Team Skull. Team Skull-Rüppel fordert dich heraus. Ach, nur ein Pokémon. Okay.
Ist klar. Los, Kaijutsu! Oh, ich hab Kaijutsu. Ja. Hat der Brief mich also nicht angelogen. Jetzt habe ich hier die Wahl. Pokémon, Beute, Kampf. So, ich werde dann mal kämpfen, würde ich sagen. Oh, hier kann ich mal zeigen, das ist Mangunior. Neues Pokémon scheinbar. Aber was ich mal zeigen kann, ist hier die Attackenleiste. Die ist geil. Und hier die. Hier ist Fluchtstars Beutel das Pokémon. Ist das eine geile Neuerung? Muss ich mal so sagen. Schnell mal richtig einstellen. Jetzt habe ich das Ganze natürlich verwackelt. Gut, Wasserschuriken werde ich gleich mal einsetzen. Das ist eine neue Attacke. Die muss natürlich getestet werden. Und sie ist sehr effektiv, diese Attacke. Sie hat es zweimal getroffen und ja, das neue Pokémon wurde direkt besiegt. Hä? Schon vorbei oder was? Sun gewinnt 800 Pokédollar und geht mal wieder siegreich aus einem Pokémon-Kampf hervor. Siegreich aus einem Kampf gegen das scheinbar führende böse Team hier. No way! Mir will einfach nichts in den Schädel, warum dieses Bike so krass stark ist. Wenn mein Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollen wir es lieber in den Abgang machen. Aber zieht euch warm an, wir werden uns unsere Sess nämlich alles über euch erzählen. Mann. Okay, die haben doch echt ein Rad ab, die Leute hier. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir vor niemandem Angst haben. Dein Pokémon ist ein Kaijutsu, stimmt's? Das ist ja so cool! Ich zeige dir jetzt das Pokémon Center. Folge mir einfach. Meine Pokémon brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Ja, meins nicht. Also, ich hatte nur einen Kampf gegen so einen schwachen Bösewichtsrüppel hier. Ich weiß nicht, mit wem du gekämpft hast, mein Lieber, aber ja. Ich habe gegen den Rüpel gekämpft. Hey, Sun! Das Pokémon Center ist hier drüben. Das ist auch eine geile Neuerung. Boah, die Straßen vollen. Ist das ein geiler 3D-Effekt? Ein pinkes Pokémon Center. Das ist pink. Och nö. Ich komme nicht hinein. Muss wohl erst A drücken. Pink. Wieso ist das jetzt pink? Scheiße, Mann. Ich habe die rote Farbe geliebt. Und was ist das für eine Musik? Oh nein. Die haben doch nicht meine Lieblingsmusik in Pokémon verändert. Wenn du die Angestellte am Hauptschalter ansprichst, heilt sie dein Team. Ja, das ist mir bereits bekannt aus diversen anderen Editionen. Aber gut, lassen wir ihn sprechen und spielen weiter. Du kannst es aber auch mit Tränken heilen, wenn dir das lieber ist. Hier, Sun, dieser Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Du erhältst das Item Supertrank. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Ach so, jetzt habe ich es erst erkannt. Das ist ein bisschen hawaiianischer gemacht. Aber ist noch dieselbe Melodie. Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen?
Ja, erstmal nix. Erstmal würde ich mich hier gerne umsehen und gucken, was das hier für ein Ding ist. Sieht aus wie ein Kaffee. Ich bin die Vertretung des alten Manns, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Ein Kaffeebereich in dem Pokémon Center? Oha. Ist aber gewagt. Er ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zutaten für sein Erfrischungsgetränk. In so ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Okay, und ich kann bei dir nichts kaufen? Erst in einem Monat? Okay, ja. Sorry, aber bis zur nächsten Warenlieferung bleibt dieser Pokémon-Supermarkt geschlossen. Das ist erst in einem Monat, so ungefähr am 23. November 2016. Da können wir die dann Sachen liefern. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deinen Pokémon wieder fit machen? Ja, klar, gerne doch. Okay, dann nehme ich deinen Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Wuhu! Die Anzeige hat sich geändert. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Okay. Der Schalter und das komplette Pokémon Center hat sich verändert, aber die lahmarschigen Kommentare von der Dame am Schalter hat sich nicht die Bohne geändert. Der ist nichts Schöneres eingefallen als, ja. Wir machen den Pokémon-Team wieder topfit. Hey, Tali! Wen hast du denn da angeschleppt? Oh, hallo, Professor Kuki! Ne, Tuki heißt er. Darf ich vorstellen? Das ist Zan, unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Aloha gekommen. Wow, was du nicht sagst. Ach so, den muss ich natürlich wie Professor Eibe und Professor Platan sprechen, damit der. Weil der sieht doch ziemlich nach Professor aus, oder? Was meint ihr? Ist das der Professor oder ist das schon noch wer anders? Egal, ich werde ihn trotzdem erstmal so wie den Professor sprechen. Schön, dich kennenzulernen, Zorn. Mein Name ist Cookie. Ach, wirklich Cookie, nicht Tuki. Entschuldigung. Professor Tokis Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Genau. Ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu beweisen. Moment mal, ich habe da eine Idee. Professor, du musst unbedingt Zahn trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Wie kommst du denn plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull. Das war ganz schön gefährlich, Mann. Wir wären fast K.O. gegangen und ja, das war eine gefährliche Lage. Verstehe. Ihr wollt also auf alles vorbereitet sein, falls Team Skull mal wieder Ärger macht. Na gut, ich hätte da einen Vorschlag. Wieso versucht ihr euch nicht an einer Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Was haltet ihr von der Idee? Was für eine Prüfung? Es ist ein alter Brauch in Aloha, Prüfungen zu absolvieren. Sie stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen eines Alters zu ihren Pokémon zu stärken. Gut, bereite dich jetzt erstmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel. Der liegt genau dort. Der ältere Herr dort hinten wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Du und dein Kamajutsu, ihr schafft das schon. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, Sam. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Okay, sieht so aus, als ob wir jetzt eine Aufgabe haben. Okay, da werden wir gleich mal hingehen. Jo, machen wir uns mal auf den Weg. Zu dem alten Mann dort. Unser Pokémon-Team ist geheilt. Jo, vielleicht noch eine kleine Information zu diesem Part.
der wird vermutlich etwas länger dauern, da ich die Demo-Version zumindest versuchen werde, zu Ende zu spielen. Also Part 0 wird ein bisschen länger als die normale Partlänge haben, die so meine Parts haben. Aber egal, los geht's erstmal mit der weiteren Story. Sag mal, bist du zum Zenkara-Tügel? Ja klar, ich möchte meinen Pokémon dort trainieren, also kannst du mir mal den Weg dorthin zeigen? Gut, dann bringe ich dich doch gleich mal dorthin. Zenkara-Tügel. Und da sind wir, und da ist auch schon der Professor, der uns gleich mal sicherlich einweisen wird. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber du hast ja Quaijutsu an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihnen aber lieber aus dem Weg gehen, dann meide möglichst das hohe Gras. Ich warte dann im Inneren des Zenkara-Hügels auf dich. Okay, sieht so aus, als ob der sich weiter entfernt. Und ja, auf uns wartet ein langer, beschwerlicher Weg. Also zögern wir nicht lange und gehen ins hohe Gras. Dann greift uns auch schon das erste Pokémon an. Ein wildes Pepek erscheint. Das sieht auch nach einem neuen Pokémon aus. Was soll Quaijutsu tun? Arioas oder auch Wasserschuriken. Ich habe ein bisschen daneben geklickt. Eine bewährte Attacke. Die habe ich schon einmal eingesetzt. Die kennen wir schon. Gut, weiter voran. Und das sieht aus wie unser erster Trainer, gegen den wir kämpfen müssen. Nein, nicht? Ja gut, dann halt weiter. Durchs hohe Gras. Und da ist schon das nächste Pokémon. Das da heißt Mangunior. Ach, den kennen wir schon aus dem Kampf gegen den Dingens. Vom Team Dingens. Ach, egal. Ich versuche mal Nachthieb. Sieht doch auch ganz episch aus. Und Mangunia, oder wie er ausgesprochen wird, wurde besiegt. Gut, hier habe ich eine kleine freie Fläche. Und hier gleich mal weiter. So. Wo müssen wir lang? Hier, links lang. Ich denke ja, weil der Weg dort war versperrt. Oh, ein Trainer. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Wie bitte was? Ach, das war noch kein Trainer. Was ist mit dir? Okay. Du wolltest mir jetzt sagen, dass dort hinten ein Trainer ist. Und selbst nicht gegen mich kämpfen. Ja gut, dann lass ich mal die hübsche Lady hier mal am Wegesrand stehen und wage mich in den Kampf gegen den Trainer. Gut, dass ich vorgewarnt wurde. Ja. Egal. Hey du, du hast doch ein Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Gut, unser erster Trainerkampf. Knirps, Mitch folgt, fordert dich heraus. Ja, moderieren ist heute auch nicht so meine Stärke. Och man, ist der süß. Was will Quaijutsu tun? Oh, ich setze dann mal Arioas ein, um dann ein bisschen Abwechslung zu haben. Muss ja nicht immer Wasserschuriken einsetzen. Wuffels.
Na gut, dann versuche ich nochmal Nachthieb, weil Doppelteam ist nicht wirklich effektiv. Das können wir mal lassen. Aber die KP-Anzeige ist mal wieder richtig geil animiert. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber das hat es total verloren. Oder, Moment, war das vielleicht andersherum? Sun gewinnt 560 Pokédollar und geht siegreich mal wieder aus einem Pokémon-Kampf hervor. Ach, stimmt, war unser zweiter Kampf. Aber unser erster Wegeskampf. Und wir betreten die Höhle. Und sehen uns ein bisschen um. Tenkarat-Höhle. Oh, da ist ein Pikachu. Geil, da ist ein Pikachu. Pika! Komm zu mir, komm zu Papi. Hey, Sun, da bist du ja endlich. Dann will ich dir mal erklären, was es mit der Prüfung auf sich hat. Vier Pokémon, die den Arten Miniras und Mediras gehören, lauern im Inneren des Tenkarat-Hügels. Um die Prüfung zu bestehen, musst du von jedem Einzelnen ein Foto schießen. Hier, für dich, das ist ein Pokémon-Sucher. Den brauchst du, um Fotos zu machen. Was? Fotos machen? Pokémon-Sucher erhalten. Vermutest du, dass sich eines der vier Pokémon an einer bestimmten Stelle aufhält? Dann starte den Pokémon-Sucher und mach ein Foto. Och, süß. Das werden wir doch gleich mal fotografieren, oder was? Mein Pikachu ist ziemlich stark. Es steht deinem Kaijutsu in nichts nach und wird dir bei deiner Prüfung bestimmt eine große Hilfe sein. Ja, ich krieg das Pikachu! Ich krieg das Pikachu! Pikachu scheint dir seine Kraft zur Verfügung stellen zu wollen. Suche zuerst nach einem Niras. Ein Exemplar sollte sich hier ganz in der Nähe verstecken. Ach, das sind die neuen Pokémon. Die Prüfung beginnt. Und wir sollen Fotos schießen. Ja, ach, ich habe Pikachu gar nicht im Team, sondern er hat nur irgendeine Aura auf uns, die uns dabei helfen soll. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémons zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Na klar doch. Aktivieren wir den Sucher und finden das Pokémon. Per Schiebepad kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Ach so, da spricht die Kamera zu mir. Eine Kamera, die zu mir spricht. Okay. Und ich dachte, die bisherigen Pokémon-Editionen waren komisch. Sieht ihr auf diese Weise die Welt um dich herum aus den verschiedenen Winkeln an. Versuch dann im optimalen Augenblick mit der R-Taste oder dem A-Knopf ein Foto davon zu machen. Pro Fotos des Cherchen kannst du 6-mal auf dem Auslöser drücken. Schalte mich jetzt ab. So, ich kann jetzt 6-mal auf den Auflöser drücken, der die A-Taste ist. Und versuchen, das Beste zu bekommen. Ach so, hat schon beim ersten geklappt. Miniras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über. Ah! So läuft das hier. Ein Miniras, wild erscheint. Los, Kaijutsu! Ah, jetzt kommt Pikachu ins Spiel. Ich habe nämlich jetzt 2 Pokémon, wie ihr seht. Würde ich mal sagen, tausche ich gleich mal gegen das Pikachu, was natürlich Level 40 ist. Und mein Pokémon ist Level 36. Okay, wir haben am Beginn schon ein Pokémon Level 40. Das ist auf jeden Fall etwas seltsam.
Und was soll das Pokémon tun? Na, da gibt's ja nur eine Attacke, die wir hier einsetzen können. Los, Pikachu, Donnerblitz! Woo! Silberblick. Verteidigung von Pikachu sinkt. Und Pikachu setzt nochmal Donnerblitz ein. Los, Pikachu! Donnerblitz! Pikachu! So ungefähr. Die Musik war auch schon bekannt. Da ist dir mein echter Schnappschuss geglückt. Sorry, da hatte ich doch glatt vergessen, dir noch was Wichtiges mitzuteilen. Es kommt schon mal vor, dass ein Pokémon angreift, wenn es fotografiert wird. Das muss am Blitzlicht liegen. Miniras ist als Pokémon vom Typ Drachen zudem ein nicht so doll zu unterschätzender Gegner. Doch kein Grund zur Sorge. Mit deinem Kaiju und meinem Pikachu an deiner Seite solltest du den Herausforderungen gewachsen sein. Knipse noch 3 Pokémon und die Prüfung ist bestanden. Dann wünsche ich dir noch ein frohes Gelingen. Und dann lass uns noch ein paar Pokémon knipsen. Suchen wir mal ein bisschen nach die Pokémon. Da hinten scheint eins zu sein. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Achso, und wer spürt die Präsenz dieses Pokémon? Ich? In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja. Allerdings, das möchte ich. Oha, wenn das mal kein Rotom ist. Also, der Pokémon-Sucher, das ist natürlich ein Miniras. Und schon verschwindet es hinter der Wand. Da ist es wieder. Ja, wenn das mal kein Schnappschuss war. Miniras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über. Ein Miniras wild erscheint. Los, Kaiju! Gut, dann setze ich mal Kaiju ein. Der soll mal mit Wasser Schuriken der neuen Attacke mal ein bisschen was anstellen. So, Wasserschuriken. Das ist nicht sehr effektiv. 3-mal getroffen. Miniras wurde besiegt. Ja. Und Kaiju geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Du hast 2 Pokémon fotografiert. Das war offenbar noch nicht das letzte Pokémon, das du fotografiert hast. Die Präsenz von Miniras ist nicht mehr zu spüren. Gut, dann gucken wir weiter, ob wir noch ein weiteres Pokémon finden. Und das tun wir hier an dieser Stelle. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, den möchte ich aktivieren. Und ein weiteres Pokémon. Oha, das rennt aber ein bisschen schnell. Ich betätige den R-Knopf. Und zack! Den hätten wir. Das war daneben. Aber das war ein Treffer. Ja. Miniras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über. Und der dritte Kampf in Folge. Diesmal über Miniras. Der sieht ein bisschen anders aus. Los, Kaiju! Sag mal, kann ich irgendwie die Mega-Entwicklung einsetzen? Ich habe davon gehört, dass die Mega-Entwicklung hier gehen soll, aber
So, noch habe ich keine Anzeichen auf Mega-Entwicklungen gesehen. Oha. Das ist wohl nicht so sehr effektiv. Oha. Aber, ja, sein Angriff ist auch nicht gerade sonderbar effektiv. Ich versuch's mal mit Nachthieb. Das ist, ja, vielleicht ist das eher sein Typ. Oha. Ganz schön stark, der Gegner. Hat ein bisschen Aushaltevermögen. Ich mach's mal mit Arioas. Und wenn das nächste Mal bei Jutsu erhält einige EP-Punkte und geht siegreich auch aus diesem Kampf hervor. Du hast 3 Pokémon fotografiert. Gut, da gibt es einen Hinweis auf den nächsten Pokémon. Den nächsten Pokémon, ja, genau. Dann begeben wir uns mal in die ungefähre Richtung, wo das nächste Pokémon sein soll. Ne, das ist die falsche Richtung. Nimmst du noch ein Pokémon? Die Prüfung ist bestanden. Gut, dann. Ich fürchte mal, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Oh, ich kann mit B sprinten. Das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Dann guck ich mal, wo das nächste ist. Hier ist doch eins. Da kam noch der Laut her. Gucken wir mal, wo wir das nächste Mal Pokémon finden. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja. Hier in der Wildnis. Okay. Ich hab es. Einmal blitzen. Zack. Du wurdest offiziell fotografiert. Oha. Kacke. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Das ist verdammt groß. Herrscher. Medieras Herrscher. Okay. Das ist ein etwas... Sieht auch so aus, als ob das ein etwas... effektiveres Pokémon ist. Den werde ich mal versuchen anzugreifen. Oh ja, das dürfte ein bisschen länger dauern. Boss Battle! Okay. Das ist auch ein bisschen offensiv. Und greift jetzt an. Ein Wuffel ist erscheint. Das Ding hat Mitstreiter. Ach du Scheiße, jetzt habe ich noch. Alter Schwede. Der hat sich einfach noch ein Pokémon mit dazu geholt. Was ist. Was geht denn hier? Vorsicht. Jetzt habe ich jetzt 2 gegen einen. Das... Hallo? Ist doch hier etwas unfair, würde ich mal sagen. Das zeige ich dir heim. Arioas. Oh, das war sehr effektiv. Oh ne. Bitte lass den kleinen Mitstreiter so. Rücken. Ich brauche nicht noch ein drittes Pokémon. So, ich setze nochmal Arioas ein. Er setzt Kopfnuss ein. Und Kaijutsu wird sehr geschwächt. Ja. Und Medieras wurde besiegt. Kaijutsu ist... Was stand da? Von der Freundschaft ergriffen? Wuhu! Kaijutsu hat Ashwurm erlangt. Das war die Mega-Entwicklung, von der wir gehört haben. Aber ich Level 37. Jauda! Na, wenn das nicht episch aussieht, dann weiß ich auch nicht.
Ich würde mal sagen, bekämpfen wir noch den anderen. Einmal mit Wasserschuhriken. Den Duft, den wir auch gleich erledigt haben. Ja, wenn das mal kein Erfolg war. Du besiegst Nidiras Herrscher. Gut, und wir haben alle 5 fotografiert. Und da kommt der Professor. Wir haben die Prüfung bestanden. Du hast tatsächlich das Herrscher-Pokémon besiegt, San. Du bist echt eine Wucht. Und wie es aussieht, hast du auch von allen 4 Pokémon einen Schnappschuss gemacht. Ach, nur 4? Okay, ich habe 5 gezählt. Naja. Kann nur bis 10 zählen. Da kann man sich bei 5 auch ein bisschen verrechnen. Einschließlich des Herrschers natürlich. Ja, sehr schön. Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, San. Herzlichen Glückwunsch. Und als Belohnung bekommst du diesen Z-Ring von mir. Z-Ring erhalten. Du hast den Z-Ring an den Arm angebracht. Ich habe aber noch ein Geschenk für dich. Ja, das ist ein sogenannter Z-Kristall. Du hast den Z-Kristall des Typs Elektro, auch Voltilum Z genannt, erhalten. Und du, wenn du einen Z-Ring und einen Z-Kristall hast, können deine Pokémon besondere Attacken einsetzen, die sogenannte Z-Attacken sind. San. Wow. Ein Z-Ring. Dann hast du die Prüfung also bestanden. Glückwunsch. Ich habe gleich noch eine Prüfung für dich. Schau mal da hinten. Oh nein. Jetzt kommen die. Kommen die Gangster wieder hierher. Ich hatte doch total vergessen, dass ich dir meinen Supertrank gegeben hatte. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen und hierher zu fliehen. Jungs, da bist du ja endlich. Alles klar. Ich bin Fran vom Vorstand von Team Skull. Und du musst San sein. So siehst du also aus. Du wirkst wie jemand, der weiß, was er tut. Wie was? Sis, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Was wird's denn jetzt aus unserer Rache? Jo, ohne dich sehen wir echt hart aus. Lass uns hier bitte nicht hängen, Sis. Wie ihr wollt. Ach, ist süß, unser Teil meines Jobs. San, keine Angst. Das Pikachu, das ich dir gegeben habe, kann die Z-Kraft benutzen. Aber vergiss nicht, dass du sie pro Kampf nur einmal einsetzen kannst. Ich bin schon gespannt, wie deine Strategie aussieht. Lässt du sie mit Kaijutsus Wasserschroniken Bahn gehen oder verpasst du ihr eine satte Ladung mit Pikachus Z-Kraft? Er wird gleich nur einen einzigen Tipp brauchen, und zwar wie man mit einer Niederlage umgeht. Eure armselige Z-Kraft reicht nie im Leben, um mein Pokémon zu plätten. Gut, auf geht's in den Kampf gegen die Mrs. vom Team Skull. Skull-Vorstand Fran fordert dich heraus. Oh nee. Bitte kein Zubat.
Nee, ein Golbat ist es. Auch nicht viel besser. Gut, ich versuche gleich mal die Setzkraft. Aktiviert. Gigavolt Funkensklave. Was auch immer das für eine Attacke ist. Ein neuer scheinbar. Und jetzt sehen wir die Setzkraft. Pikachu hüllt sich in Setzkraft. Pikachu nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt Gigavolt Funkensklave ein. Ach so, das sind die Mega-Entwicklung, sondern Setzkraft. Das ist ganz anders. Aber es hat gewirkt. Golbat wurde besiegt. Skull-Vorstand wurde besiegt. Na gut, ich geb's zu. Du hast gewonnen. Sun gewinnt 4320 Pokédonner und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Skull-Vorstand hervor. Ja, ist klar, dass die mal wieder schwächste Team überhaupt ist. Wie war dein Name nochmal? Sun? Respekt, du hast es echt drauf. Aber bring uns unserem nächsten Treffen, kommst du mir nicht so weit leicht davon. Nur, dass du es weißt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich nicht wirklich. Also, ich weiß nicht, ob ich mich auf Team Skull freuen soll. Die wirken mir ein bisschen, ja, naiv. Ja, hör mal gut zu, du Kahn-Knalltüte. Du kannst echt vom Glück reden, dass unsere Sis Mitleid mit dir hat, weil du gerade erst nach Alua gezogen bist. So ist Zeit, unsere Sis. Hey, Sis, nicht so schnell. Na, wenn das nicht ein paar Pappnasen sind, dann weiß ich auch nicht. Das war echt eine astreine Vorstellung. Und natürlich auch dir vielen Dank, dass du Sun geholfen hast, Pikachu. Ach süß, wie das auf meinem Kopf sitzt. Pikachu kehrt zu Professor Kukui. Ach so, jetzt habe ich es erst richtig ausgesprochen. Zurück. Ja, ich bin auch mal wieder blöd. Wie immer. Du hast echt total drauf, Sun. Sun, schau dir wird mal ein ganz großer Trainer. Sun, aus dir wird mal ein ganz großer Trainer, wie du den Pokémon ihre Kräfte entlockst und die fantastischen Attacken, die du einsetzt, einfach sagenhaft. Ich will auch ein ganz großer Trainer werden. Dann solltet ihr euch bei der Inselwanderschaft am besten mächtig ins Zeug legen, würde ich sagen. Hey Sun, jetzt wo die Prüfung hinter dir liegt, kann ich dir den Malasada-Laden zeigen? Ja, das kannst du auf jeden Fall. Eine tolle Idee. Und als Willkommensgeschenk geht alles auf meine Rechnung. Wow, klasse. Dann sollten wir uns auch Suns Mutter mitnehmen. Ich werde alle Malasadas in dem Laden verputzen, bis auf den letzten Krümel. Das Spiel wurde gespeichert. Mehr Abenteuer erwarten dich in der Vollversion. Pokémon Sonne und Mond erhältlich ab dem November 2016. Ich kann es euch schon sagen, das ist der wievielte? Ich glaube der 21. ist. Ja, das war die Spezialdemo-Version Pokémon Sonne und Mond. Ich werde das Let's Play Pokémon Sonne spielen. Habe ich mich dafür entschieden. Ja, dann habt noch eine angenehme fürstliche Zeit, bis es dann wieder heißt Let's Play Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst.
Es war mir eine Ehre, für euch die Spezial-Demo-Version gespielt zu haben. Ja. Gehabt euch wohl und ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Sollte es euch fürstlichens gefallen haben, abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ein Egladrim sein wollt und ja, kein weiteres Pokémon Sonne und Mond Let's Play verpassen zu wollen. Ja. Ich würde es machen. Kann ich euch nur sagen, weil wer weiß, wann der nächste Part Pokémon Sonne rauskommt. Vermutlich im November. Ja, bis dahin noch eine schöne Zeit. Es gibt noch andere Let's Plays, aber hier bei Pokémon Sonne und Mond. Bis dann und ciao, ciao. Hallo, San, nochmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Hier, das ermöglicht es dir, Pokémon zur Fortbewegung zu nutzen. Pokémobilfunk erhalten. In Alola lassen sich die Menschen von Pokémon durch die Gegend tragen und beim Durchqueren von unter unwegsamen Gelängen helfen. Du sollst es unbedingt selbst ausprobieren und in Windeseile auf einem Pokémon durch die Gegend düsen, während es dabei brüchige Felsen zertrümmert. Tauros kann nun per Mobilfunk herbeigerufen werden. In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémobilfunk, mit dem B-Knopf den Tauros Rambock. Der Pokémobilfunk kommt samt Reitausrüstung. Mit der Unterstützung von Tauros kannst du völlig neue Gebiete erkunden. Schau doch mal beim Tankrad-Hügel vorbei. Es lohnt sich bestimmt. Wenn du mich brauchst, findest du mich gleich hier im Pokémon Center. Gut, wir werden das noch gleich mal schnell ausprobieren. Ja, da will ich hin. Ganz schnell mal ausprobieren. Als kleines Secret. Tauros Rambock aktiviert. Und auf geht's. Jo, wenn das mal nichts war. Gut. Das kleine Secret hier dazu. Dann würde ich sagen, zerstören wir noch ein paar Felsen und ja. Und da schon der nächste Trainer. Aber den zeigen wir jetzt nicht mehr. Gut.